Ja, huhu und herzlich willkommen zu einer neuen Rollenspielrunde auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Through the Breach, das Malifaux-Rollenspiel. Und mit mir dabei heute der Rerion als Balthasar Blaze. Wenn ich das Overlay finde, dann mache ich auch sein Bild an. Aber erst, wenn ich es finde. Da, oder? Hallo Rerion. So, sag nochmal, jetzt hast du auch Ton. Hey ho! Ja. Genau. Und mit dabei Feramin als Verity Noble. Und auch hier muss ich erstmal suchen. Da. Ganz still heute. Hallo! Okay. Last but not least, Elizabeth Flint wird gespielt von Wretched Egg. Guten Tag. Guten Tag, alle total motiviert hier. Ja, schön entspannt. Der vierte Spieler in der Runde hat leider heute wieder absagen müssen und ist damit irgendwie aus der Runde dann auch ausgeschieden, weil es ja heute richtig losgeht. Schöne Grüße an den Bloodwolf, der konnte auch nichts wirklich dafür, der hat einfach viel zu tun, gerade in seinem Real Life, also das, wo der Postbote und der Pizzamann herkommen. Und ja, mir geht's auch nicht so besonders, das merkt ihr vielleicht, ich könnte euch ein paar Mal ins Ohr schniefen und husten, verzeiht mir das heute bitte, ich bin nämlich etwas krank. Aber ich versuche mein Bestes heute, die Rollenspielrunde hier zu starten. Unsere drei Fated-Charaktere sind beim letzten Mal ja in der Paralleldimension in Malifaux, in der Stadt Malifaux, angekommen mit einem Zug. auf der Suche nach Abenteuern und einem neuen Lebensabschnitt. Und ja, was beim letzten Mal genau passiert ist, damit ihr auch auf dem Laufenden seid, das kann euch der Wretched Egg erzählen, denn der hat verloren beim Streichholzziehen. Ja, beim letzten Mal haben wir angefangen an einem brühend heißen Tag in der normalen Welt. Nicht in Malifaux, sondern halt da, wo wir alle herkommen. Und wir sind alle in einen Zug eingestiegen, haben auf irgendwelche Art und Weisen Karten für diesen Zug bekommen. Entweder haben wir sie gekauft oder gewonnen oder sonst durch irgendwelche dubiosen Geschäfte erworben. Haben uns dann erstmal alle, wie es der Zufall wollte, in ein Abteil gesetzt und haben uns erstmal kennengelernt, wo wir dann auch mitgekriegt haben, dass der Balthasar wohl sowas wie Leibwächter mal war, darin aber irgendwie versagt hat und deswegen nach Malifaux unterwegs war. Von der Rarity hat man nicht so viel erfahren oder ich habe es nicht mehr im Kopf, was man da alles erfahren hat von der. Bei mir war es hauptsächlich Glücksspiel und das Abenteuer. Dann ging es aber auch schon los mit der Zugfahrt und währenddessen ist noch so ein Typ an uns vorbeigelaufen mit so einem riesigen Koffer, wo irgendwelche Märchenfiguren drauf gezeichnet waren, was schon nach Unheil geschrien hat. Und dann sind wir durch die Breach durchgefahren, also diese Verbindungswelt nach Malifaux. Und da wurde dann alles blau um uns herum und alles war so äthermäßig und weltraummäßig und auf einmal waren alle außer uns verschwunden. Was uns natürlich im einen Moment komisch vorkam, im anderen Moment natürlich eine Riesenchance für uns ergeben hat, dort alles zu klauen, was nicht so nagelfest ist, also zumindest für mich. Der Rest ich gerade hat sagen, sich... uns, ja, Pluralis Majestatis. Das waren alles, das waren wir, das ging nicht nur von mir aus. Genau, haben dann aber irgend so ein Pochen gehört, was aus dieser ominösen Kiste kam, die ich gerade eben schon erwähnt habe, aus der dann auch hundsgemeine Marionetten rauskamen, die unsere werten Leibwächter erstmal zusammengeschlagen haben, die wir aber dann trotzdem besiegen konnten, dank ja, Schrotflinte und diversen anderen Schussmitteln. Ja, das war dann auch schon der erste Encounter. Später haben wir dann noch, also später, ungefähr 5 Minuten später, haben wir dann im hinteren Waggon, wo Gefangene transportiert wurden, noch einen weiteren Überlebenden gefunden, der wohl gerade den Wachmann in Flammen hat aufgehen lassen. Wir ihn aber trotzdem befreit haben, weil er doch recht sympathisch war. Genau.
Sind dann nach vorne zur Lok gegangen und haben, als wir in der Lok ankamen, gesehen, dass uns irgend so ein riesiges Tentakel-Cthulhu-Monster verfolgt, das nicht so aussah, als könnte man es mit einer Schrotflinte bezwingen. Also haben wir uns dran gemacht, die Dampflok klar zu machen, was unter Einsatz fast all unserer Handkarten dann auch letztendlich gelungen ist. Und ja, sind dann auch tatsächlich in Malifaux angekommen, wurden dann noch von irgend so einem Vieh beschnuppert, was wohl magische Aktivitäten aufspüren kann oder Magier erkennen kann. Davon weiß bis jetzt aber nur ich, dass der das kann. Genau. Haben wir unseren Gefangenen vorher noch abspringen lassen, weil der nicht mit wollte, weil er ja Gefangener war. Ja, und meine Beschwerde, dass ich Schadensersatz haben will, weil ich fast gestorben wäre auf der Fahrt, wurde nicht akzeptiert. Ja, und da haben wir auch, glaube ich, schon Schluss gemacht. Genau. Und ich würde ganz gerne jetzt von euch wissen, was ihr wohl in den ersten paar Tagen in Malifaux Stadt gemacht habt. Wo seid denn ihr untergekommen? Gefällt euch die Stadt? Habt ihr vielleicht Geld verdient schon oder euer letztes Geld ausgegeben? Was habt ihr so gemacht in den ersten Stunden in der neuen Welt? Balthasar Blaze, fangen wir nochmal bei dir an. Man hört dich nicht. Hallo? Okay. Ich glaube, du warst einfach nur gemutet, oder? Sprich mit uns, Rerion, wir hören dich eigentlich. Hallo? Ja. Ja, man hört dich. Ja, unterkommen, Etablissement suchen und so. Ja, ich denke, als erstes tatsächlich mal einen Unterschlupf suchen war die erste Anlaufstelle. Und da Balthasar jetzt nicht so der Vermögendste auf der Welt ist, wird das wohl eher was, naja, ich sag mal, günstiges gewesen sein. Jetzt nicht so das letzte Rattenloch, aber so quasi ein bisschen über Rattenloch. Ja, und natürlich wird er dann, nachdem er sich halt sich so mal einen Tag Zeit genommen hat, um sich so ein bisschen um die Stimmung einzufangen, die so herrscht und ein bisschen so vom Lokalkolorit, dass wir dann mal geguckt haben, ob es halt so Sachen wie schwarzes Brett und sowas gibt. Also quasi ein bisschen Kopfgeldaufträge, vielleicht halt so gesuchte Schwerverbrecher oder sowas, dass er halt da mal ein bisschen rumguckt, ob man da irgendwas machen kann. Das wäre halt so seine Anlaufstelle gewesen. Ja, also so ein Anschlagsbrett für Söldner und für Tagelöhner findest du auf jeden Fall. Das meiste, was sich dort befindet an Aufträgen, ist tatsächlich so Tagelöhnerarbeit. Also Arbeiten in den Minen oder das Ausmisten von Kanälen und alles das, was die feinen Herren und Damen wahrscheinlich eher nicht so gerne machen. Das frustet dich ein wenig, weil du dir eigentlich für diese Art Arbeit wahrscheinlich auch zu schade bist. Ja, tendenziell schon. Deswegen bist du ganz froh, dass du eines Morgens einen unterschiedlichen Anschlag entdeckst. Und zwar von einer Familie Montagu, einen feinen, edlen Anschlagsbrief, der irgendwie sofort heraussticht, also nicht das übliche Pergament, was da irgendwie an der Wand hängt oder mit irgendwelchem Gekritzel drauf, schnell dahin geklatscht, sondern mit feiner Druckschrift und einem edlen Papier. Und ja, da würden ja Bezahlte, also Söldner gesucht. Es wird nicht geschrieben, was denn die Aufgabe dieser Söldner sein soll, aber es wäre genau die Art Job, die Balthasar doch so sucht. Das klingt ja großartig.
Ja. Das würde ich mir dann mal Der mitnehmen. Treffpunkt ist der sogenannte Hearthstone Club, ein Etablissement in der Lower Downtown von Malifaux. Also ja, eigentlich schon was gehobener, was auch ganz gut zu dem Papier passt, dass, wenn du das jetzt abreißt, auch so einen leichten Duft verströmt, so wie du mal Liebesbriefe vielleicht irgendwie gehabt hast oder so. Und halt, man riecht so ein Frauenparfum. Oha. Und ja, und vielleicht hast du diesen Club schon mal irgendwo was von dem gehört in den letzten Tagen. Es ist nämlich einer der sozial gehobeneren und exklusiven Clubs in der Stadt. Und wahrscheinlich wirst du dich auf den Weg machen, um den mal aufzusuchen. Ja, also da schaut er erstmal ein bisschen an sich runter, fühlt sich ein bisschen underdressed. Auf der anderen Seite, also bevor er dann da hingeht, würde er mal gucken, ob er so einen Schneider findet, beziehungsweise so einen Anzugverleih. Ja, einen Anzugverleih wirst du auf jeden Fall in der Stadt finden. Es ist nicht ganz günstig und vielleicht wirst du hier auch die letzten deiner Guild Stripes los, um dir den Anzug zu leihen. Aber du bekommst einen, der mehr als den Ansprüchen genügt, die du wohl hast. Okay, dann hat sich so einen schicken schwarzen Anzug mit silbernen Beschlägen, also richtig schick, ja, auch mit schwarzem Hut, also alles schwarz und schwarz auf schwarz harmoniert hier hervorragend. Und ja, dann so doch schon angepasster wird er sich dann auf den Weg da zum Club machen. Okay, ja, wo treibt sich denn Verity Noble herum in der Stadt in den letzten Tagen nach ihrer Ankunft in dieser Dimension? Um meine finanziellen Mittel sieht es auch nicht mehr so gut aus nach dem Kauf der Fahrkarte. Und mich hätte es jetzt eher in die Easterly Slums verschlagen, um dort auch mal quasi die Szene abzuchecken und zu gucken, was es dort alles für Verdienstmöglichkeiten gibt. So, Glücksspiel, Dokumentenfälschung, Ja, alles Mögliche. also die kriminellen Szene hier in der Stadt, vielleicht läufst du da sogar ein paar Mal der Elisabeth irgendwie sogar über den Weg, ist recht Hat sie mal, sich aber nach dem Spielen getroffen. ja, ist gar nicht mal so klein, gerade in bestimmten Vierteln der Stadt, gerade hast du es ja schon erwähnt, boomt quasi eine Art Schwarzmarkt, wo man alles Mögliche kaufen kann, von, ja, von Sklaven angefangen über Schusswaffen bis hin zu Drogen oder sogar den berühmt-berüchtigten Soulstone-Staub. Ja, eine Substanz, die für Magier ganz besonders interessant ist und für die Leute, die mechanische Körperteile haben. Und ja, du hast dir vielleicht da irgendwie Zugang verschafft, ein bisschen Kontakte geknüpft und ganz schnell herausbekommen, dass es hier in der Stadt tatsächlich mehrere Gruppen gibt, die gegeneinander operieren und vor denen man sich in Acht nehmen müsste, beziehungsweise sich ihnen anschließen könnte, um einen guten Job zu bekommen oder eine Aufgabe zu bekommen. Einerseits natürlich die Gilde, die wahrscheinlich für dich nicht so großartig interessant sein dürfte, weil sie nämlich Recht und Ordnung in der Stadt darstellt, quasi die Polizei, aber auch die Justiz gleichzeitig stellt, was natürlich zu allen möglichen Komplikationen führt. Das heißt, wenn man erwischt wird, ist man wahrscheinlich weg vom Fenster. Andererseits gibt es immer wieder auch andere Gruppierungen hier, vor allen Dingen die Arkanisten, eine freiheitsliebende Gruppierung, die ja, auf den ersten Blick sehr, sehr sympathisch wirkt auf dich, schätze ich mal, einfach weil sie gegen die Zustände, die in dieser Stadt herrschen, gegen diese absolute Obermacht der Gilde etwas tun möchte.
Und als du da so ein bisschen hintersteigst und ein bisschen mehr, vielleicht bist du bei dem einen oder anderen Treffen mal dabei gewesen, siehst du ganz schnell, dass dort auch ja, illegale Mittel eingesetzt werden, Sprengstoffattentate oder ja, das Ausrauben von Zügen oder sonst so etwas. Alles, was der Gilde schadet, ist den Arkanisten ein Wohlgefallen. Die dritte Gruppierung, von der du vielleicht grob gehört hast, sind die sogenannten Resurrectionists. Vor denen warnt man dich. Das sind zwielichtige Gestalten, die mit Sklaven handeln. Und zwar auch nicht unbedingt mit normalen Sklaven, sondern mit Untoten. Und du hörst von den ein oder anderen Gerücht, dass ein Mann oder eine Frau mal verschwunden ist und als, ja, als billiger Arbeitssklave, als Zombie in den Minen wieder aufgetaucht ist. Wie auch immer das vonstatten gegangen ist. Man sagt, wenn du dich des Nachts auf der Straße herumtreibst, solltest du das nicht allein tun. Zumindest in diesem Teil von Malifaux nicht. Vielleicht hast du sogar auch euren Bekannten da mal getroffen, den ihr im Zug getroffen habt. Der ist nämlich inzwischen auch in der Stadt. Und ja, wie sieht es denn um deine Finanzen aus? Du hast ja schon gesagt, du hast die letzten Sachen irgendwie ausgegeben, um das Zugticket zu kaufen. Du hast jetzt zwar so eine, ja, hoch wirst du es nicht geschafft haben in der Hierarchie, aber vielleicht, was für einen Job würdest du denn anstreben in dieser Szene? Ja, ich würde gerne Dienstleistungen anbieten. Also wenn jemand Papiere braucht, kann ich ihm Papiere machen. Also in die Um da. Fälscherszene einsteigen. Ja, vielleicht Ausweise für Leute besorgen und sowas. Ausweise. Urkunden. Dann Also wirst das Angebot richtet sich nicht nur an die armen Menschen der Stadt. Ja, vielleicht ist es auch nicht nur auf die illegalen Betriebsamkeiten ausgerichtet, diese Arbeit, die du da verrichtest. Vielleicht druckst du irgendwie Bücher oder andere Flugblätter oder so und tatsächlich fällt dir ein Flugblatt in die Hand. Ja, wenn das von einer gut bezahlten Arbeit spricht. Und auch im Lower Downtown, als es ein Treffen geben soll und man dort Näheres erfahren könnte, aber es lockt eine hohe Summe Gilt Stripes. Und ja, die Vorlagen von den Vorgaben der Leute, die es einreichen oder eingereicht haben, sind eigenartig irgendwie. Dass nur das beste Papier soll benutzt werden und ja, und nur die besten Schriftarten und es müsste sehr edel aussehen und ja, es sticht auf jeden Fall hier etwas heraus, gerade weil dieser Laden eigentlich nicht zu der Klientel gehört, die sich in der Lower Downtown herumtreibt. Ja, dann würde ich auch mal zu dem Treffpunkt gehen, der da angegeben ist, weil Geld ist immer gut. Genau. Das ist wie gesagt der Hearthstone Club, dir auch bekannt als ein eleganter und sozial sehr hochgestellter Club. Es soll sogar die berühmte Colette Dubois auftreten, hier eine Zauberin, also eine Illusionistin, nicht mehr eine Zauberin, ja, also die mit Tauben, mechanischen Tauben aus ihrem Zylinder zaubern kann und so. Also eine der bekanntesten Artisten in Malifaux. Aber an dem Tag, an dem das Treffen stattfinden soll, ist keine Aufführung. Ja, und während du dir noch Gedanken machst, wie du denn da in diesen edlen Club hereinkommen könntest, was für ein Dokumentenfälscher jetzt vielleicht auch gar nicht so das großartige Problem ist, ja, läufst du der guten Elisabeth Flint einmal mehr über den Weg und ja, was hat denn die in der Zeit zwischen ihrer Ankunft und dem heutigen Tag in Malifaux getan? Ja, da Elisabeth ja in letzter Zeit zufälligerweise in den Besitz von etwas Kleingeld gekommen ist, Zufällig, ja. hätte die sich auch zumindest in der ersten Nacht nach dem Stress im Zug erstmal in
also jetzt nicht Luxus, aber zumindest mal Mittelschicht einquartiert gehabt und hätte dann natürlich versucht, das Geld im Casino zu vermehren. Das ist so der grundsätzliche Plan. Wie gut das funktioniert hat, weiß ich natürlich nicht. Und ja, ansonsten hätte sie halt hier und da sich mal umgehört, wie halt die Stadt tickt, hauptsächlich. Also jetzt gleich direkt Arbeit anbieten oder so, nicht wirklich. Ich meine, Glücksspiel ist ja ihre Arbeit. Sagen wir so, du bist sehr gut und bewandt darin, die Karten auszuteilen und so auf den Tisch zu knallen, wie es gerade richtig ist. Das heißt, du hast wohl auch große Summen gewonnen bei diesem Spielen in den Casinos, in mehreren verschiedenen Casinos der Stadt. Dummerweise bleibt sowas nicht immer unbeobachtet. Und eines Abends hat dir tatsächlich ein Schlägertrupp aufgelauert und hat dich windelweich geprügelt und dir alles Geld wieder abgenommen. Und seitdem bist du ja, auf gut Dünken deiner Pensionierung, also deiner nicht Pensionierung, deiner Pensionsdame auf Pump in dieser Wohnung, wo du gerade wohnst. Und hast aber auch gerade ganz wenig Geld, nur um die richtige große Knete zu machen. Das heißt, ja. Ja, Classic, ne? Man halt so gut ist, dann kommt der Schlägertrupp vorbei. Genau, wenn man sich mit solchen Leuten anlegt, dann, ja, du hast auch Hausverbot jetzt in vielen der Casinos und deine Zettel, dein Gesicht hängt überall an den Eingängen aus. Also es dürfte dir schwerfallen, bei den üblichen Verdächtigen jetzt noch irgendwie in eine Spielgelegenheit zu kommen, in nächster Zeit zumindest. Und dann denkst du dir, da, vielleicht, ich kenne da doch diese Frau Noble, die kann mir vielleicht ein Schreiben oder irgendwie einen gefälschten Scheck oder sowas machen. Vielleicht investiere ich da meine letzten Stripes. Bin ich mal auf der Suche nach an sich meiner Fälscherwerkstatt, da ich ja auch fälschen kann. Sind sich die beiden sehr Ja, da ähnlich. laufe ich dann wahrscheinlich gerade der Rarity über den Weg. Ja. Bitte. Ja, als die so die Straße runtergeschlendert sieht und dich dann sieht, nimmt sie kurz den Hut ab, klopft so eine Beule raus, die da noch drin ist, setzt sich den Hut wieder auf. Und winkt dann freundlich rüber. Ja, vielleicht Hey! sieht man noch so das ein oder andere Pflaster von der Beule oder so, die sie dir verpasst haben. Ja, sie hat das obligatorische Pflaster über der Nase. Ah, okay. Hallo Elli, was ist denn mit dir passiert? Ach, du weißt, wenn man zu gut im Glücksspiel ist, dann sind manche Leute wütend auf einen, weil Geld regiert ja schließlich die Welt. Ja, und jetzt bin ich mehr oder weniger pleite. Man sollte schon ab und an mal verlieren, bevor die Leute misstrauisch werden. Kann ich was dafür, dass die alle so furchtbar schlecht sind? Ich meine, sorry, die kommen an den Blackjack-Tisch und denken, sie gewinnen bei 25. Okay, Ja. ja, schwierig. So. Aber Geld mache ich nicht. Also. Ja, aber du hast doch bestimmt inzwischen irgendwie sowas wie eine Fälscherwerkstatt aufgetrieben, oder? Was brauchst du denn? Dann schauen wir mal weiter. Oh. Fälschter Scheck vielleicht? Oder. Ja, sowas. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch, ein gefälschter Scheck. Das ist Oder mir, ansonsten. also Schecks fälschen, das ist mir momentan noch zu heiß. Aber ich habe hier was für dich. Ich halte ihm das Flugblatt hin. Das sieht aus, als könnte man da leicht großes Geld verdienen. Und ich würde es mir auch mal anschauen. Ja, sie guckt sich das Schreiben an. Bin ich in dem Club gebannt? Nein, da hast du es gar nicht erst versucht, da reinzukommen. Außerdem wird da nicht gespielt, sondern es ist eher so ein. Also. Ja, so ein Varieté-Club, würde ich mal sagen, eine Bar, weniger so eine Spielhalle. Okay. Und wie gesagt, für die High Society der Stadt. Und nicht, ja,
Also, du Ja. hast es wahrscheinlich erstmal so bei den mittelständischen Leuten versucht. Ja, sie kratzt sich so am Nasenpflaster, zieht eine Augenbraue hoch. Also, okay. Guckt an sich runter, guckt an dir hoch und runter. Ich glaube, dafür sind wir echt underdressed. Da lässt sich was machen. Ich habe da noch so ein paar Gefallen bei jemand offen. Beziehungsweise ich werde dafür sorgen, dass ich Gefallen bei ihm offen habe. Und dann kriegen wir das schon geregelt. Das ist immer gut. Und sie guckt sich kurz seitlich in den Cowboy-Stiefel. Naja, ein, zwei Notgroschen habe ich ja auch noch. Im Sparstrumpf unterm Kissen. Ja. Klar, also. Das letzte Geld, was eigentlich für die halbe Miete draufgehen sollte. Hoffentlich ist dieser Job wirklich so gut, wie Verity sagt. Ja. Aber ihr bekommt auch Kleidung, die auch euren Ansprüchen zumindest genügt. Und so ist es, wie der Zufall es will, an diesem Abend so, dass Balthasar Blaze, Verity Noble und Elizabeth Flint in dem Hearthstone Club abends anwesend sind und merkwürdigerweise tummeln sich hier nicht die Gestalten, von denen ihr erwartet hätten, dass sie sich hier rumtreiben. Also ihr habt ja die High Society der Stadt hier erwartet. Ihr seid ja auch extra, habt ihr euch ja in Schale geworfen. Aber in der Tat scheint es hier heute von illustren Gestalten zu wimmeln. Leute mit mechanischen Armen. Leute, die aussehen, als würden sie eher draußen auf der Straße an den Schienen gearbeitet haben oder in der Mine vielleicht, irgendwie mit Schmutz im Gesicht. Männer und Frauen mit großen Schwertern auf dem Rücken geschnallt oder Schusswaffen geschultert. Also genau das Gegenteil von dem, was ihr eigentlich erwartet habt, in diesem Club vorzufinden. Ja, in diesem Raum gibt es eine kleine Bühne. Und da ist ein Rednerpult aufgebaut und ja, es ist wie in so einem Theater halt bestuhlt. Und einige sitzen da auch schon und scherzen lauthals und verpesten den Raum mit Zigarren und Pfeifen-Tabakgeruch. Und hier und da hört man auch das Zischen und Dampfen von ja, mechanisch betriebenen Konstrukten, die auch in diesem Raum halt sind. Am Eingang habt ihr einen Türsteher gesehen, einen breitschultrigen Mann mit Glatze, der euch gemustert hat, kurz euch dann gefragt hat, was ihr hier wollt. Und als ihr ihm den Schrieb gezeigt habt, habt ihr euch sofort durchgewunken. Nur kurz gemacht und hat euch dann durchgewunken. Und so seid ihr jetzt in diesem Raum. Meine Damen. Ja, Herr. Schönes Wiedersehen. Ich Ja, das nehme ist ja. an, wir haben schon irgendwie dieselben Interessen. Naja, Zufälle und naja. Ich glaube nicht dran. Naja, ich mein, Geld ist für Leute, die kein Geld haben, wie Licht für Fliegen. Na, und sie guckt sich so ein bisschen im Raum um, wo überall diese Schlägertypen Du kannst vielleicht sogar den einen oder einen davon erkennen als einer, der dir in der Straße nachts aufgelauert hatte. Das ist der, dem du dein Messer auch irgendwie in den Arm gestochen hattest. Und ja, er trägt halt so eine Schlinge um den Hals und hat den Arm halt so in der Schlinge. Gibt sowas wie Selbstbeherrschung? Wenn du dich nicht im Griff haben willst, kannst du das gerne selbst entscheiden. Da musst du nicht großartig irgendwie mit einer Karte flippen oder so. Das ist ja gerade ganz schönes Gedränge, oder? Ja. Ja, ich würde mich dann kurz von den zwei lösen und dem die Brieftasche klauen. Ja, okay, dann mach doch mal einen Test auf Pocket Picking oder Jetzt Pickpocketing. ziehe ich vorerst mal kurz meine vier Joker-Karten, vier Joker-Karten-Tanz.
die man ziehen drei. darf? Oder Genau, drei? drei. Ja. Ja, solltet ihr alle machen, ist ja für euch, dass ihr eure Feldkarten zieht. Dann öffnen, genau, das ist eine 6 plus dein Pockpicking. Plus 5 sind 11. Möchtest du es oder? Dabei ja, Pickpocketing ist 11. Aber da ich hier in einem ziemlich crowdeden Bereich bin und ich eigentlich safe gehen will, würde ich gern den Buben einsetzen. Dann der ist ja eine 11, dann ist es eine 16. Ja, dann soll dir das auch gelingen und der Typ wird davon überhaupt nichts merken. Und ja, du hast eine doch recht prall gefüllte Brieftasche. Leider nicht so viele Stripes drin, wie du gedacht hast. Da sind eher viele Fotos und Zettel drin. Okay. Mit allerlei Notizen irgendwie, Zähne putzen und das Bad putzen und seine Adresse und sowas. Wie viel Geld waren drin? 4 Guild Stripes waren da drin. Was auch schon relativ viel ist. Dann habe ich zumindest mal wieder 4. Genau. Ja, dann stelle ich mich wieder zu den anderen. Gut. Irgendwann, vielleicht setzt ihr euch dann auch auf diese bestuhlten. Wo sitzt ihr? Weiter vorne oder weiter hinten? Irgendwo in der Menge mittendrin? Oder wo versucht ihr zu sitzen? So am Rand. Ja, tendenziell also, so. Vorne oder hinten ist fast egal, aber eher so am Rand, dass man einen schnellen Abgang machen kann. Genau, dass man alles im Blick hat. Und dann auch noch vorzugsweise nicht im Blickfeld von dem ich gerade die Börse geklaut habe. Alles klar. Ja. Ja. Irgendwann wird das Licht so leicht heruntergedimmt und es werden Scheinwerfer auf die Düne gerichtet. Und der Vorhang geht so ein bisschen beiseite und es treten zwei Personen auf die Bühne. Ein Mann und eine Frau, beide schon in deutlich fortgeschrittenem Alter. Die Frau mit einem Dutt hochgebundenes, weißes, schlohweißes Haar. Beide sehen von der Kleidung her sehr bedarkt und wohlhabend aus. Und man sieht ihnen in das Gesicht geschrieben eine Art Verzweiflung, würde ich vielleicht sagen. Oder Trauer. Also die Frau sieht zumindest so aus, als hätte sie vor kurzem auf jeden Fall geweint. Das kann man noch erkennen. Glasige Augen und aufgeschwollene Backen. Und der Mann tritt an das Lesepult, was sich in der Mitte der Bühne befindet, und beginnt zu sprechen und sagt, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr hierher gekommen seid und Interesse an dem habt, was ich und meine Frau euch auftragen mögen. Allerdings, und er räuspert sich noch ein paar Mal. Und man sieht, dass ihm das sehr unangenehm ist, was er jetzt wohl sagen wird. Bevor wir in irgendwelchen Details uns verlieren, muss ich alle Anwesenden erst einmal warnen. Und zumindest die Möglichkeit geben, unbehelligt dieses Gebäude wieder zu verlassen. Das, was wir vorhaben, wird sie zum Ziel der Gilde machen können. Und zumindest die Gilde wird Interesse daran haben oder sie wird sie vielleicht ins Ziel nehmen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, eine hohe Summe für diese Aufgabe auszuschreiben. Allerdings bin ich mir bewusst, dass diese Sache für viele von Ihnen unangenehm werden könnte. Und sofort geht Gemurmel los in dem Raum und 90% der Anwesenden stehen auf und verlassen den Raum. Was macht ihr? Gibt's hier was umsonst? Ich komme so der Meute nach. Ja, die Frau schaut so ein bisschen verzweifelt den Leuten hinterher, wie sie irgendwie aus dem Ausgang verschwinden. Ich bleib da sitzen. Ja, ja.
Es gibt ja auch Bereiche in der Stadt, in die sich die Gilde nicht reintraut. Also. Das ist so richtig, verehrte Dame. Allerdings wird sie die Aufgabe mitten in das Zentrum der Gilden, des Gildenhauptquartiers führen. Und sie guckt nochmal so und schon wieder stehen fünf Leute auf und verlassen den Raum. Ich ziehe mir den Hut ins Gesicht. Ja, ihr könnt so ein bisschen in seinem Blick und auch an der zitternden Stimme, die er benutzt, irgendwie so erkennen, dass er sehr ja, verzweifelt ist. Und ja, die Frau fängt wieder an, so ein bisschen, also die Tränen kullern ihr wieder so die Wange herunter. Und dann, ja, es werden noch ein paar irgendwie versuchen, irgendwie dann, ja, wenn das so der Fall sein sollte, dann muss das auf jeden Fall mehr Bezahlung geben und so weiter. Und ja, sie werden dann, es wird so kommen, dass ihr als Einzige überbleibt. So wolltet ihr nicht auch gehen wollen, werdet ihr die einzigen drei sein, die noch sitzen bleiben. Ich gucke so nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Der Raum ist wie ausgestorben. Eben waren noch sehr viele Leute hier, jetzt ist er gähnend leer. Sieht so aus, als wäre das Dream Team wieder vereint. Dann kann ja nichts schief gehen, Mann. Sie haben die Besten. Ja. Ja, sehr schön. Immerhin etwas. Ich danke, dass Sie uns helfen möchten. Wir würden Sie fürstlich entlohnen, wie wir schon sagten. Es geht um eine Handvoll Guildstripes, wenn Sie erfolgreich sind. Was ist in Ihren Augen eine Handvoll? Das ist schon ein ganz schönes Risiko. Ja, wie wir eben schon sagten, es handelt sich um 50 Guildstripes. Für jeden. Und das ist mehr, als ihr jemals besessen habt, wahrscheinlich. Gemessen an dem Verhalten der Leute hier, sollten Sie uns jetzt vielleicht mal langsam mitteilen, um was es geht. Aber Man. die beiden Sir. gehen in langsamen Schritt über eine Treppe nach unten in den Zuschauerraum und verlassen die Bühne damit. Kommen näher und Balthasar riecht jetzt auch das Parfüm der Frau und es ist wohl dasselbe, was der gleiche Duft, der an dem Brief wohl gehangen hat. Und Ich rücke meinen Stuhl zurecht. dann reicht er zuerst der Mann den beiden Damen die Hand und meint: Mein Name ist Samuel Montagu. Das ist meine Frau Evelyn. Elisabeth Flint. Freut mich, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Balthasar Blaze. Oh, schallender Name. Verity Noble. Natürlich wird der Dame dann, wenn sie es ätzen will, den Stuhl halten. In der Tat verschwindet ihr in einem Nebenraum mit den beiden, wo man sich gemütlicher an einen Tisch setzen kann. Und es werden Getränke gereicht. Und Die ich mir nicht leisten könnte. ja, keine Sorge, das geht natürlich auf uns, wenn wir irgendwie hier zu besprechen haben. Sagen Sie, Mr. Blaze, Frau Noble und Frau Flint, was wissen Sie über Witchling Stalker? Das war auch einer von denen, der uns beschnuppert hat, ne? Nun, das sind die, die Magie erschnuppern können, so sagt man. Die werden von der Gilde eingesetzt, um Magier aufzuspüren. Er nickt, während seine Frau mit einem Schluchzen des Weinen wieder beginnt. Richtig. Was wissen Sie über den Ursprung dieser Wesen? Wusste ich darüber was? Nee.
Zumindest letztes Mal nicht. Dann zucke ich mal die Schultern. Nun, haben Sie vielleicht etwas von den Arkanisten gehört? Ja, ein wenig. Das ist die Gruppierung, die sich für freie Rechte für die Magieanwender in der Stadt einsetzt und die aufs Schärfste von der Gilde verfolgt wird. Jeder Magieanwender, der nicht lizenziert für die Gilde arbeitet, ist nun ja, nicht gern gesehen, untertreibt man vielleicht, wenn man es so formuliert. Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Gilde es schafft, diese Wesen so zu trainieren, dass sie Magie aufspüren und vernichten kann? Darüber wollte ich ehrlich gesagt bisher nicht nachdenken. Das geht wohl den meisten Leuten so. Nun, ich sage Ihnen, wie Sie das machen. Die Witchling-Stalker sind Zauberer. Oder zumindest waren sie es einmal. Die Gilde beherrscht ein magisches Ritual, mit dem sie Magieanwender in diese Kreaturen verwandeln und in seelenlose Handlanger der Gilde verwandeln kann. Abscheulich. In der Tat. Die wurden mir gerade unsympathischer. Ja. Und da beginnt nun unsere Misere. Und er atmet einmal tief und schwer ein und aus. Blickt dann erst nach unten und dann wieder sehr stark in zuerst Balthasars und dann in Elisabeths und Verities Augen. Unsere Tochter Clarissa. Sie hatte etwas Talent in magischen Dingen. Wir haben es geheim gehalten. So geheim, wie es ging. Und vor acht Monaten hat die Gilde sie von uns weggenommen und eingesperrt. Und jetzt fängt die Frau wieder an zu schluchzen. Sie haben sie wohl in einen dieser Dinger verwandelt. Das tut mir sehr leid, das zu hören, Sir, Ma'am. Wie können wir behilflich sein? Ja, er setzt zum Reden an und man merkt so, dass er sich die ersten Wörter in seiner Stimme so ein bisschen überschlagen und sich wirklich nicht formen wollen. Und ja, seine Frau hält ihn so kurz am Arm und streichelt ihm so über den Unterarm. Dann fasst er sich wieder und meint, es hat uns sehr viel Mühe und vor allen Dingen Geld gekostet, aufzuklären, was ihr passiert ist. Wir geben uns normalerweise nicht mit Leuten ab, wie sie die eben in diesem Raum gesehen haben. Aber wir sind auch nicht die Art von Menschen, die einfach nur sich zurücklehnen und um ihre Tochter trauern. Wir haben vor, sie uns von der Gilde zurückzuholen. Und ihr sollt uns dabei helfen. Um es genauer zu sagen, ihr sollt es tun. Okay. Wir sollen sie also aus dem Hauptquartier der Gilde überstellen? Zurückstehlen, könnte man sagen. Wenn ich mich zurück an diese Witching Stalker erinnere, hat man dann noch irgendwelche restmenschlichen Züge gesehen? Du hast kaum einen Wesenszug erkennen können. Sie haben einen dunkelfarbenen Umhang getragen, der bis ganz tief ins Gesicht gezogen war. Man konnte glühende Augen darunter irgendwie ausmachen. Und sie hatten einen, also zumindest der, den ihr gesehen hat, hatte einen großen Buckel. Okay.
Gut, okay, woran erkennen wir ihre Tochter denn? Also die sehen ja nach der Umwandlung, die Menschen sehen ja nach der Umwandlung nicht mehr ansatzweise so aus wie vorher. Ja, warten Sie. Er hat so eine lederne Tasche bei sich und legt die so auf den Tisch und kramt da ein bisschen an Papier rum und holt dann eine Schwarz-Weiß-Fotografie heraus und schiebt die so über den Tisch zu euch herüber. Und man kann darauf erkennen, auf diesem ja etwas vergilbten Foto ein junges Mädchen, das in gehobene Klamotten gekleidet ist, wie sie fröhlich in die Kamera lächelt, ungefähr, ihr würdet schätzen, 16 Jahre alt. Ja, rotes Haar und einen fröhlichen und ja fast schon kindlichen Gesichtsausdruck auf dem Gesicht. Wer weiß, was in welcher Situation dieses Foto entstanden ist. Das ist unsere Tochter, meint er. Sie sieht wahrscheinlich nicht mehr so aus, aber das Ritual, das wird sie verändert haben. Aber vielleicht ist es trotzdem nützlich, ein Bild zu haben. Ich gucke mir das Bild mal genau an und achte halt hauptsächlich auf so Sachen, die sich vielleicht nicht verändern. Keine Ahnung, irgendein auffälliges Muttermal oder sowas. Oder vielleicht auch Irgend die spezielle Haarfarbe. Ohrringe. Die Haarfarbe Irgend ist rot, sowas. wie ich schon sagte. Ja, sie hatte auf dem Bild auf jeden Fall auffällige Ohrringe an, irgendwie so welche, die bis runter auf die Schultern gehen, also so lange Ohrringe an. Trägt ansonsten aber ein hochgeschlossenes Kleid, was nicht viel irgendwie von ihrem Körper oder so preisgibt. Also Muttermal im Gesicht zumindest hat sie keins und sonst kannst du keins erkennen auf dem Foto. Okay. Ist denn der genaue Aufenthaltsort bekannt oder? Ja, er kramt noch mal in der Tasche herum und zieht dann eine Rolle heraus, eine Pergamentrolle, entrollt sie und ihr seht eine Karte von Downtown wahrscheinlich. Und ganz speziell auch die Gildenenklave in der Mitte von Downtown. Und er meint dann, also nach unseren Informationen werden die Witchling Stalker in zellenartigen Baracken in der Gildenenklave im Herzen dieses verteidigten Areals auf, ja, gehalten, könnte man sagen. Sie werden gleich angezogen mit diesen Umhängen und niemand kann mehr sagen, welcher wer ist, weil man ihn nicht wirklich ins Gesicht sehen kann. Aber, und er greift ein weiteres Mal in die Tasche und holt eine kleine Notiz heraus, ist, wir haben hier ein Bild. Also ihr seht mit einem Bleistift oder mit einem Kohlestift gezeichnete Person. Eine Frau mit einem langen Lederoutfit und schweren Handschuhen, die einen wahnsinnig großen Revolver am Gürtel trägt. Der schon so ein bisschen, könnt ihr euch das vorstellen, wie in Mangas halt so übertrieben groß ist. Er meint dann, was er auch noch sehen konnte, ist, dass sie ein langes Breitschwert über der Schulter hat. Und dass an dieses Schwert, also zumindest hat der Maler das so gemacht, so Runen eingezeichnet sind. Und der Mann meint dann, das ist Captain Anna Beatty. Wir haben, und er guckt nochmal so zu rüber zu seiner Frau, verlässliche Quellen, die behaupten, dass sie die direkte Vorgesetzte unserer Tochter ist. Das, was man uns gesagt hatte, ist, dass die Witchlinge nicht mehr alleine agieren können und wenn man sie nicht im Griff hat, sie sich gegenseitig töten würden.
Deswegen sind sie Gildenoberhäuptern zugeteilt, denen sie aufs Wort folgen, wie ein willenloser Zombie. Habt ihr denn dann einen Platz, wo ihr eure Tochter sicher unterbringen könnt, wenn es uns gelingt, sie zu befreien? Ja, das ist ein guter Einwand. Wir haben, wie soll ich es sagen, in einem nicht so gut angesehenen Teil von Malifaux ein Haus gemietet. Eine Baracke, könnte man sagen. Sie ist geschützt worden von den Witchling-Stalkern mit einem Ritual. Wenn ihr zur Faber Street 23 geht, werdet ihr das Haus direkt erkennen. Man kann nicht hineintreten, durch das magische Ritual ist es nicht möglich, den Eingang zu nehmen, außer man weiß als Passwort. Und das Passwort heißt Asche und Phönixeier. Wenn ihr sie gefunden habt, nehmt sie mit. Und wir werden dort auf euch warten. Dieser Platz wird zumindest für 4 Tage sicher sein. Dann wird das Ritual unterbrochen und die Gilde kann sie aufspüren. Das sollte aber genug Zeit sein für uns, die Stadt zu verlassen. Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Aufenthaltsort von der Kapitänin oder ist die allgemein immer normal im Headquarter, wie es halt für... Soweit wir wissen, sind die Captains der Gilde alle auch im Headquarter untergebracht. Sie müssen ja Tag und Nacht auf die Witchling-Stalker aufpassen. Ja, dann. Erste Anlaufstelle. Headquarter. Ihr helft uns also. Naja, ich bin ziemlich ausgebrannt. Ich habe gerade keine andere Wahl. Sir, Miss, verlassen Sie sich auf uns. Ihre Tochter wird schon bald wieder bei Ihnen. Das ist ein Versprechen. Schaut so zu Verity rüber. Schließe mich der Mr. Blaze an. Wir werden unser Bestes tun. Danke Ihnen vielmals. Und die Frau reicht so ihre etwas dürren Hände zu euch herüber und schüttelt die mit einem starken Händedruck einen nach dem anderen. Sie wissen gar nicht, was mir das bedeutet. Sie können nicht einfach Kinder stehlen. Es wird Zeit, dass sich jemand wehrt. Das scheint ja als würde das öfter vorkommen. Trifft Nun, es nur Kinder oder? sie verfolgen alle, die mit Magie zu tun haben. Sobald sie irgendwie ihrer gewahr werden, werden sie gejagt und gefangen und in einen Witchling-Stalker verwandelt. Die meisten sind natürlich vielleicht bei den Arkanisten irgendwie involviert und naja, wenn sie geturnt werden, dann verraten sie ihre Geheimnisse auch der Gilde und deswegen ist es so schwierig für die Arkanisten, sichere Zentren zu bilden. Und sobald einer von ihnen gefangen wird, na, ist die ganze Zelle in Gefahr. Wie ist denn die öffentliche Meinung dazu? Ist das überhaupt bekannt? Die Gesetze sind eindeutig, Mr. Blaze. Was wollen wir tun? Die einzigen, die gegen die Gilde arbeiten, sind die Arkanisten. Aber die Gilde hat die Schürfrechte für die Soulstones und Macht und Geld. Und sie brüsten sich damit, die oberen Viertel der Stadt vor den Neverborn zu schützen. Was sie auch tun,
Aber zu welchem Preis, frage ich Sie. Manchmal kann das gedruckte Wort sehr erschüttern. Sie bilden Recht und Gesetz in dieser Stadt. Und wer man sich mit Recht und Gesetz anlegt, der hat meistens ein Problem. Nicht umsonst sind Sie die Einzigen, die, als ich die Gilde erwähnt habe, im Raum geblieben sind. Niemand möchte sich mit Ihnen freiwillig anlegen. Und ich war schon immer ein Experte darin, mir großzügig Feinde zu machen. Zucken mit den Schultern. Nun, mit dem Geld, was Sie bekommen werden, wenn das ganze Ding klappt, dann werden Sie sich garantiert absetzen können. Oder sich eine Deckidentität leisten können. Ich habe gehört, es gibt Farmland draußen vor Malifaux. Vielleicht kaufen Sie sich da eine Ranch oder so. Ich glaube, ich bin noch nicht so der esshafte Typ. Aber Ich würde Ihnen auch gerne möglicherweise. noch mehr zahlen, aber nun, der Großteil unserer finanziellen Ressourcen ging für die Informationenbeschaffung drauf. So wie Sie es schildern, ist es auch einfach eine Sache der Ehre und des Anstandes. In der Tat. Besteht eventuell die Möglichkeit einer kleinen Anzahlung von Ihrer Seite, dass wir uns für diesen Einsatz noch ein wenig ausrüsten können? Nun nicht. Muss natürlich auch sicher gehen, dass sie nicht einfach das Geld nehmen und verschwinden. Wie wäre es mit 10 Gilt Stripes jetzt und den Rest, wenn die Aufgabe erledigt ist? Damit lässt sich, glaube ich, leben. Ja. Einverstanden. Gut. Dann haben wir einen Deal. Ich glaube, wir sollten das nicht schriftlich festhalten, wenn das irgendwie rauskommt. Nun, wir haben Sie nicht gekannt und Sie haben uns nicht gekannt. Und wenn was schief läuft, dann verstreuen wir uns in alle Himmelsrichtungen. Wie gesagt, Sie haben 4 Tage Zeit. Ja, ich war schon immer gut in spontanem Gedächtnisschwund. Das bedeutet uns wirklich viel. Und Sie tun ein gutes Werk. Und vielleicht ist das auch eine Initialzündung für alle die, die sich bis jetzt nicht trauen, etwas zu sagen. Manchmal Und braucht schon es nur starten einen wir doch eine Fluch. Revolution. Dann hätte es alles wenigstens einen Sinn gehabt. Dynamit wird auch durch einen Funken entzündet. So sagt man. Nun, ich denke, wir sollten dann nicht mehr Zeit verplempern, sondern uns auf den Weg machen. 4 Tage sind schon eine knappe Zeit. Eine kurze Zeit, um in einen Hochsicherheitstrakt einzubrechen. Nun, eine Frage hätte ich noch. Ja. Haben Sie irgendwelche Tipps zum Transport von Witchling-Stalkern? Wenn sie Nun. die ganze Zeit unter Kontrolle gehalten werden müssen und wir sie dann auf einmal aus ihrer natürlichen Umgebung reißen, könnte das doch zu großem Aufsehen führen, oder etwa nicht? Wahrscheinlich. Vielleicht müssten Sie Gewalt anwenden, vielleicht fesseln oder so etwas. Was Okay. anderes würde mir jetzt auch nicht einfallen. Im Safe House werden wir dann einen Arkanisten haben, der vielleicht das Ritual rückgängig machen kann. Vielleicht. Er meint, er hat das auch noch nie gemacht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und So vielleicht kriegen wir sagt sie man. zumindest zum Teil wieder. Dann
auf gutes Gelingen und ich stehe auf und verlasse den Raum. Ja, Nachdem ich meine 10 Credits gekriegt habe. Natürlich, ja, sie zahlen euch, der Mann zieht aus seiner Tasche noch ein Portemonnaie und legt euch jedem 10 Gilt Stripes auf den Tisch. Ich wünsche euch viel Glück. Vielen Dank. Ebenfalls. Und nicht vergessen, der Phönix, nein, die Asche und das Und die Phönixhaus. Phönix. Sonst würdet ihr das Natürlich. Haus nicht betreten können. Sir, Madame. Nicken die nochmal zu. Ja, und dann seid ihr mit eurem Auftrag allein gelassen. Vielleicht wollt ihr noch in dem Etablissement bleiben oder vielleicht rausgehen. Das ist ja jetzt eure Sache, wo ihr euch weiter besprecht. Wie spät ist es denn? Es ist, ja, das hat gar nicht so lange gedauert, diese ganze Besprechung. Also vielleicht 9 Uhr abends. Und das Haus, wo sie hinbringen sollen, ist downtown. Und ist es arg auffällig, wenn man sich um die Zeit nachts noch durch die Straßen bewegt, oder ist es in Downtown? Nein, also man kann sich frei bewegen in Downtown. Die Außenmauern von Downtown werden halt gut bewacht und geschützt und auch auf den Straßen selber patrouillieren halt Maschinen rum, also diese so große, diese Robocop artigen Roboter oder auch hin und wieder so mechanische Hunde und auch in der Luft so Art so drohnenmäßig. Ja, aber das sind halt Patrouillen, die halt dafür sorgen sollen, dass halt ja, keine Anschläge oder so etwas passieren. Denn die Arkanisten sind ja Terroristen und ja, deswegen muss man die ehrlichen Bürger von Manifoya ja beschützen. Weil sonst wäre meine Idee, dass wir uns vielleicht gleich mal angucken, wo das Haus liegt und die Strecke zwischen dem Haus und dem Gildenhauptquartier vielleicht schon irgendwie zu Fuß laufen, um schon mal zu wissen, was da Sache ist. Ja, das klingt auf jeden Fall mal nach einem Plan. Ihr habt ja so eine Gibt ja Stadt, keine so einen Ausgangssperre. Stadtplan habt ihr ja bekommen. Einbruch ins Gildehauptquartier. Ja, ist wahrscheinlich eine Tat, mit der man nicht sonderlich angeben kann, wenn man sie miteinander verbracht hat. Aber wenn es denn gelingen sollte, bestimmt etwas einer Heldentat, an die sich sehr viele Leute erinnern werden. Was kann denn schon passieren? Ja, das ist auch immer mein Spruch. Was könnte schon schief gehen? Ja, Robert, das Haus ich ist. habe nur Angst vor Marionetten. Keine Sorge, hier gibt es nur riesige bezahlende Roboter. Gepäht werden wir fertig. Das ist kein Problem. Alles, was über Kniehöhe ist, ist keine Bedrohung. Korrekt. Ich würde sagen, wir haken uns jetzt einfach schön bei Balthasar ein. Einer rechts, einer links und schlendern ganz unschuldig und vergnügungssüchtig die Straßen entlang, wenn hier so viele Patrouillen und Ähnliches unterwegs sind. Egal welches Szenario, er ist der Frauenheld. Ja, dann ich hake mich links ein. Gut. Meine Damen. Der Herr. Gut, dann sucht ihr zuerst das Haus, also den Safe, das Safe House. Ist in der Tat relativ einfach zu finden. Ihr habt ja die Adresse auch. Und es ist wirklich ein auffälliges Haus. Mit einer auffälligen Fassade. In gelben Ton gestrichen, während die anderen Häuser hier etwas dezenter in der Gegend sind. Okay. Naja, unauffällig ist was anderes. Naja, sie hatte ja auch gesagt, dass es auffällig ist, das Haus.
Gut, Aber dann. dass man es halt nicht betreten kann, wenn man das Passwort nicht hat. Das ist Auffällig zu praktisch. sein ist manchmal die beste Tarnung, die es gibt. Wer erwartet bitte schon eine Geldfälscherei neben der Polizeiwache? Niemand. Richtig. Oder in der Polizeiwache. Das ist schon ein bisschen dreist, meinst du nicht auch? Ich glaube nicht, dass dich das abhalten wird, oder? Ich bin nie dreist. Vielleicht Zweimal etwas sehr weit. überheblich, aber nicht dreist. Zweimal sehr weit hochgezogene Augen schauen dich an. Ach, jetzt tu doch nicht so. Gepäck. Hä? Was ist denn bitte daran dreist? War ja niemand mehr da, der sich hätte beschweren können. Es wäre dreist, wenn die Leute noch da gewesen wären. Lass uns doch mal weitergehen. Ja, wie gesagt, das Haus könnt ihr relativ einfach finden. Und dann von dem Haus aus geht ihr in Richtung der Gildenenklave. Wenn ihr durch Downtown hindurch geht, merkt ihr schnell, dass man sich hier frei bewegen kann. Wie gesagt, hin und wieder seht ihr diese schwer bewaffneten Konstrukte, die große Gatling-Guns und Granatwerfer haben als Waffen. Wahrscheinlich Konstrukte, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Aber auch immer wieder zwischendurch könnt ihr in Rot und Grau gekleidet Offiziere der Gilde sehen, denn das ist die übliche Kleidung. Rote und graue Uniformen. Und aber ihr seht auch jede Menge Zivilisten, die um diese Uhrzeit auch noch hier unterwegs sind. Und ja, als ihr euch der Enklave nähert, könnt ihr von außen erstmal, weil ihr von der seitlichen Straße aus euch diesem Komplex nähert, erstmal die großen und dicken Mauern dieses Komplexes sehen, die bestimmt ja, 6 bis 7 Meter groß sind oder hoch sind und außen an den Mauern auch mit Stacheldraht bewehrt sind und weiter oben. Es sind Schießscharten, die man erkennen kann und auch Patrouillen könnt ihr oben auf der Mauer sehen. Allerdings müsst ihr feststellen auch, dass ihr, als ihr an das große Eingangstor kommt zu der Enklave, die riesigen schmiedeeisernen Tore offen stehen. Und auch reger Verkehr hier herrscht, also Leute hinein und hinauslaufen, ohne dass sich da großartig jemand drum kümmert. So wie es sich mir darstellt, ist auch heran. Naja, ich meine, es ist wahrscheinlich immer noch sowas wie eine große Polizeiwache. Werden wahrscheinlich halt Leute reingehen, um sich über irgendwas zu beschweren oder Kopfgeld auszusetzen oder sonst irgendwas. Ich würde da trotzdem nicht zu den Hauptverkehrszeiten reinlaufen. Ist die Aber wir Frage, ob könnten die es uns ja mal angucken. Tore überhaupt geschlossen werden oder ob die so eine 24 Stunden. Gibt es da vielleicht in der Nähe irgendwie ein Café, Restaurant oder ähnliches, wo man sich hinsetzen könnte, wo man da mal auf die Tore eine Weile gucken kann und das Ganze Ja, beobachten kann? könnt ihr gerne machen. Ist es nicht ganz günstig hier zu essen und zu trinken, aber zumindest kann man sich dort hinsetzen und den Eingang des Enklave durchaus beobachten, wenn man Ein so möchte. Käffchen schnupfen. Genau. Genau. Wollen wir vielleicht eine Erfrischung zu uns nehmen? Oh ja, das wäre ganz nach meinem Sinn, meine Damen. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Tada. Als ihr da so sitzt und euren Kaffee schlürft oder euer Wasser oder was auch immer ihr habt, Tee oder vielleicht ein Bier oder so etwas oder ein Wein, könnt ihr tatsächlich sehen, dass die Straße entlang kommt eine kleine Gestalt, die Balthasar vielleicht bis knapp unter die Gürtellinie reicht, aber einen riesigen Hut auf hat. Einen Cowboy-Hut, der
ein großes Mittelstück hat, fast schon wie ein Sombrero wirkt. Und eine Latzhose trägt, allerdings kein Hemd, sondern große, weit ausladende Stiefel. So ein bisschen sehen sie aus, wie es würden die ja einem Menschen gehört haben und dieser Gestalt gar nicht wirklich passen, denn sie wirken so 4, 5, 6 Größen größer, als für diese Gestalt eigentlich angemessen ist. Und ja, sie schlendert an dem Tor entlang und versucht hineinzugelangen. Und das Auffällige ist, dass der große Mund und die lange gebogene Nase und vor allen Dingen die grüne Haut, die dieses Wesen hat. Und das habt ihr tatsächlich noch nie gesehen. Verity und Elizabeth haben es vielleicht mal gehört. Das ist ein Gremlin. Spitze Zähne ragen ihm aus dem breiten Mund. Und er versucht halt einfach so da reinzugehen. Und ja, wird von einer uniformierten Wache angehalten. Und die unterhalten sich kurz. Ihr könnt leider nicht hören, was sie da besprechen. Und dann seht ihr, wie die Wache einfach so ihre Pistole zieht und das Wesen abschießt. Kurz Stirbt es dadurch? dröhnt ein Schrei irgendwie durch die Gasse. Und mehrere Leute verströmen sich so in alle Richtungen und man kann diesen Knall des Gildenrevolvers noch lange hören, wie er an den Häuserwänden widerhallt. Und man sieht jede Menge grünes Blut, was verspritzt wird. Und auf der staubigen Straße halt für Schmutz sorgt. Und das Wesen kippt einfach nach hinten über, der Hund, sag ich mal, der Hut rollt die Straße entlang und bleibt kurz vor eurer Bank liegen. Ich wollte Autsch. dich gerade davor warnen, dass du dich vor dem in Acht nehmen musst, weil der dir nur bis zur Hüfte geht, ne? Und dann. Naja, es höher als Knie. Ja, hast auch wieder recht. Aber er zieht dann wahrscheinlich nur aufs Knie. Das war eifrig. Ja, die Unruhe auf der Straße legt sich so schnell, wie sie entstanden ist, wieder. Die Leute scheinen das öfters schon mitbekommen zu haben. Die kurze Szene war wahrscheinlich für die Leute sehr beeindruckend, wenn sie das so mitbekommen haben, aber anscheinend nichts Neues. Und bald kommt ein Roboterkonstrukt, das ein bisschen einem großen Hund ähnelt. Und packt dieses kleine grüne Wesen am Schlawittchen und ja, wie mit so einem Spielzeug für Hunde, ja, schüttelt es so den Kopf und der schlaffe Körper wedelt so ein bisschen so um den Hundekopf und dann zieht das Hundewesen von dannen und nimmt den Körper mit. Was man sehen konnte, ist, dass auf dem Rücken dieses Hundes eine große Harpune befestigt war. Das war grotesk. Dieses Vieh hat eindeutig zu viel Spaß daran gehabt. Vor Fifi sollten wir uns in Acht nehmen. Richtig, was sie da machen mit diesen Gremlins. Fürchterlich, dass sie sich überhaupt nach Downtown trauen. Was ist denn so schlimm an diesen Gremlins? Sind keine Menschen. Ja, aber machen die irgendwas Böses? Ich bin noch nicht so lange hier. Ich bin jetzt so seit einer Woche da oder so. Und sie wohnen draußen in den Sümpfen, zumindest die meisten von ihnen, und stiften nur Unruhe. Sie sind unberechenbar. Ganz gut, dass der Abschaum beseitigt wird, meint so der Mann, der neben euch am Tisch sitzt. Können die zaubern? Einige vielleicht. Der anscheinend nicht. Das wär's ja noch. Der hätte sich da bestimmt irgendwie rausgerettet, wenn er zaubern könnte. Das glaube ich nicht. Die Gilde passt doch schon ganz gut auf. Und auch ein Zauberer kann einer Pistolenkugel wohl nicht ausweichen, oder? Keine Ahnung, hab noch nie auf einen geschossen.
Dann wird es vielleicht mal Zeit. Nina, sitzt denn dieser ekelhafte Typ bei uns? Ja, am Nachbartisch. Also nicht so furchtbar, oder? Nö, also ist schon weit. Also es ist der, man hat ihn halt sprechen hören. Wenn ihr leise redet, kriegt er von euch nichts mit. Heißt ekelhaft, wir wissen bis jetzt noch gar nicht, wie er aussieht. Ja, es ist. Mit der ekelhaften Einstellung. Ja, der Mann trägt auch etwas gehobenere Kleidung und man sieht, ja, dass er so Ordensabzeichen auf der Brust hat. Hat sich ja vielleicht ein ehemaliger General, hat einen Vollbart, es wirkt schon etwas älter. Und die Geheimratsecken oben an seinem Kopf sind auch schon mehr als deutlich und treten hervor. Tja. Möchte Ellie sich vielleicht noch eine Weile weiter interessiert mit ihm unterhalten, sodass wir bei ihm an den Tisch drücken? Ja, ich schon. So ein bisschen, also der sieht mir aus, als wüsste er viel, was hier abgeht. Also kann man sich aber bei dem über die ganzen Fronten und so in Malifaux unterhalten, was es hier alles für Parteien gibt. Ja, genau. Etc., etc. Ja. Er ist, er stellt sich als General AD Balthasar Bux vor. Ja. Und macht salutiert so ein bisschen vor dir, dass er seinen Namen auch mit diesem Box am Ende irgendwie ausspricht. Und ja, das Unangenehme ist, als er dieses Box sagt, spuckt er so ein bisschen aus dem Mund. Und okay. Man sieht, dass er nur noch, ja, dass er schlechte Zähne hat anscheinend. Und ja, er riecht sehr, sehr stark nach Pfeifentabak. Und ja, und meint halt, zu meiner Zeit hätte es das hier überhaupt nicht gegeben, dass diese Viecher hier in der Stadt herumlaufen. Ja, früher war alles besser. In der Tat. Wir werden viel zu weichlich an den äußeren Toren. Damals habe ich noch versucht, irgendwie die Slums zurückzuerobern, aber diese vermaledeiten Arkanisten haben das damals durch den großen Anschlag auf den Zug verhindert. Man könnte sich vielleicht noch daran erinnern. Da war ich direkt an der Front und habe mindestens 4 Zauberer getötet. Was haben die denn da gemacht für einen Anschlag? Ihr wisst nichts von dem großen Anschlag auf den Zug? Nee, ich weiß bis jetzt nur, dass da anscheinend Leute verschwinden, wenn man mit dem durchfährt. Was? Das kann ja gar nicht sein. Ja, als ich ankam, waren nur wir 3 noch übrig. Aha. Eigenartige Geschichte, da müsst ihr mir mehr von erzählen. Was ist denn da passiert? Ja, also wir saßen da ganz normal im Zug oder wurde alles blau, wie es halt wahrscheinlich so normal ist, wenn man durch die Breach fährt. Und dann waren auf einmal alle weg. Also wir hatten riesige Kopfschmerzen, dann sind alle verschwunden und uns haben Marionetten angegriffen. Was? Marionetten? Ja. Die haben vorher, waren die halt in der Kiste und waren von so einem Puppenspieler wahrscheinlich und dann sind die aufgestanden und haben den armen Balthasar hier drüben verprügelt. Ah, heißt auch Balthasar. Interessant. Winkt so rüber zu euch an den Tisch. Ja. Gestatten, ja, mein Name ist auch Balthasar. Bux. Und auch, wie jetzt kommt wieder dieses Spucken aus dem Mund. Sir, es wäre eine Freude, Sir. Immer wenn der das macht, mache ich so eine ganz unauffällige Handbewegung über eine Tasse drüber, dass der da nicht reinspuckt. Und fahre ich halt fort. Ja, und dann war auch natürlich die Lok ist dann stehen geblieben und dann kam irgend so ein riesiges Vieh mit Maul und Tentakeln und dann mussten wir improvisieren und die Lok wieder zum Anfahren bringen und ja, so sind wir hergekommen. Geht es Ihnen gerade nicht gut? Wollen Sie doch etwas trinken? Ich habe lange nichts mehr geraucht. Ach so, daher kommt der Husten. Ja, das ist verständlich. Stört es Sie, wenn ich mir eine Pfeife anmache? Nein, nein, kein Ding. Und dann holt sie sich selber so Rollmaterial raus. Mhm. Ja, er steckt sich eine Pfeife an.
die einen schweren Tabakgeruch hinterlässt. Ja, meinte, hat er irgendwas, das ist eine interessante Geschichte, die er da erlebt hat. Habt ihr noch nie von gehört, dass man diese Zwischenstadium zwischen dem Eintritt in den Breach und dem Austritt aus dem Breach irgendeiner mitbekommen hat? Das ist das erste Mal, dass ich was davon höre. Aber ihr seht mir jetzt ja nicht so aus, als würdet ihr mich anlügen, oder? Hey. Die ganze Angelegenheit wurde auch von der Gilde untersucht. Also ja, da bin ich von überzeugt, dass ihr habt das doch bestimmt gemeldet. Ja, hab ich. Ich habe auch Schadensersatz verlangt, aber der hat nur aha gesagt. Ja, die besten Leute werden daran arbeiten, denke ich. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Aber ihr habt es ja hergeschafft. Ja, vielleicht sind wir auch die Ersten, die einen solchen Zwischenfall überlebt haben. Deswegen hat man noch nie davon gehört. Nein, ihr müsst wahrlich vom Schicksal begünstigt sein, dass ihr das überlebt habt. Dann. Ja, das höre ich öfters. Aber sagen Sie, bei solch einer gefährlichen und anstrengenden Arbeit, wie Sie es getan haben, wie entspannt man sich denn da? Wie verbringen Sie Ihre Freizeit, um von all dem Abstand zu gewinnen? Nun, ich habe meine kleine Wohnung hier in Downtown, steht mir zu, als General AD, Balthasar Bux. Und ich sitze hier gerne und beobachte das, was ich früher so gemacht habe hier. Ich war hier am Tor ziemlich oft eingeteilt, müsst ihr wissen. Ja. Und, wir waren jetzt... Ja. Entschuldigung? Ich war fertig. Wir waren ein wenig erstaunt, dass die Tore einfach so offen stehen und es so wirkt, als könnten die Leute da frei ein- und ausgehen. Und ihr seid nicht wirklich lange hier, nicht wahr? Die sind immer offen. Also zumindest die äußeren Tore. Wenn ihr reingeht, dann werden natürlich, also wird es Sicherheitszonen da drin geben. Da, wo die Baracken halt von den Offizieren sind, da soll natürlich niemand hin. Oder wo die Death Marshal untergebracht sind. Was das ist, wisst ihr doch nicht, wahr? Das war irgend so eine Spezialeinheit, richtig? Richtig, ja. Die kümmern sich um den untoten Abschaum in der Stadt. Ja, stimmt, Untote gab es hier ja auch. Man hat so viele neue Eindrücke, auf die man sich einstellen muss. Ich war schon lange nicht mehr auf der Erde. Ist es da nicht so weit gekommen, dass es Untote gibt? Dann haben die Resurrectionists da wohl keinen guten Einfluss, was? Und an wem liegt das wohl, dass der Breach so gut bewacht wird und keiner von diesen Ungeheuern auf die Erde zurückkommt? Der Gilde. Auf die Gilde und ich auf die Gilde. Glas. Auf die Gilde. Ah. Gut, solche jungen Menschen zu treffen, die noch die Gilde zu schätzen wissen. Ja, wir haben bis jetzt auch nur Gutes über die Gilde gehört. Ist das so? Ja, also die passen halt hier auf die Sicherheit auf und halten den Abschaum von uns weg und streng, dafür, dass aber gerecht. Ja, dass wir hier ruhig und friedlich wohnen können. Streng, aber gerecht. Ja, so muss man ja auch sein. Ich meine, man kann ja nicht alle Leute mit allem durchkommen lassen, nicht wahr? Richtig. Er zieht nochmal ganz tief an seiner Pfeife und bläst den Rauch in eure Richtung. Ich habe Gott sei Dank auch einen Klimmstängel im Mund. Mhm. Ach, Mann, das ist alles so aufregend und die ganzen verschiedenen Bereiche, die es da bei der Gilde gibt, sie haben ja vielfältige Aufgaben. Ja, das ist richtig. Wir brauchen auch viele Spezialeinheiten, weil es halt so viele verschiedene Feinde gibt für die Menschheit, nicht wahr? Zum Beispiel diese grünen Viecher hier. Gremlins, Untote... Wild rumlaufende Magier, die einfach nicht erkennen, was für eine tolle Organisation die Gilde ist. Richtig. Richtig. Und manche erkennen einfach nicht, dass es restriktiert werden muss, diese Magie. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder mit Feuerbällen um sich schmeißt oder sonst irgendwas tut? Das wäre reine Anarchie. Ja, genau. Schrecklich sowas. Gibt es eigentlich auch Bereiche im Gildenhauptquartier, die man quasi besichtigen kann, um sich fortzubilden über die vielfältigen Aufgaben der Gilde und den Menschen den Dank auszusprechen für ihre Arbeit?
Also besichtigen wüsste ich jetzt nicht, aber es gibt natürlich die Rekrutierungszentren. Wenn ihr euch den Death Marshallen anschließen wollt, könnt ihr natürlich in das Rekrutierungszentrum gehen. Allerdings nehmen die nicht jeden. Ihr müsstet euch schon einen Ruf erarbeitet haben. Aber es ist ein guter Job. Ein Death Marshal hat gut zu tun. Das ist aber ein wenig schade. Wir hätten uns gerne mehr angesehen. Es ist halt so, wie müsst ihr euch das wie ein Vorort vorstellen. Also hier sind halt die Leute untergebracht, die uns schützen, nicht wahr? Oder stellt euch vor, jeder würde Zugang zu bekommen zu den La geheimen Laboren, wo die Konstrukte hergestellt werden. Wenn dann die Arkanisten dorthin gelangen, weil man da einfach so hereingehen und herausgehen kann, dann werden wir da, würde da bestimmt jeden Tag ein Anschlag stattfinden. Ich meine, glücklicherweise haben sie ja nicht genug von diesem wunderbaren Staub, um die Maschinen dann auch wirklich zu betreiben. Ja, an dem sollte es uns nicht mangeln. Ja, zum Glück hat da auch die Gilde das Monopol drauf. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich verbringe noch ein bisschen Zeit damit, dem Honig ums Maul zu schmieren. Ein bisschen über die Gilde zu schwärmen. Ja. Ja, der ist selbst sehr redselig, erzählt hier noch von dem großen Zwischenfall mit der Eisenbahn, wo er so als Held sich hervorgetan hat und wofür er auch den Orden verdient hat. Und ja. Ich denke mir dann zwischenzeitlich, Mann, da ist man schon Held und hat nicht mal einen gescheiten Zahnarzt auf der Liste. Ja. Na gut. Tja. Kriegen wir noch irgendwas Cooles, Nützliches von dem raus? Frage ist, was du als nützlich erachtest. Na, keine Ahnung, vielleicht kriege ich es ja so hin, das Gespräch so umzulenken, wo denn genau in der Festung jetzt die Labore sind und wo Labore sind, da sind die Witchling Stalker wahrscheinlich auch nicht weit. Mach doch mal eine Deceive-Probe. Hast du das? Ja, hast du sogar. Ja, ich Einmal hab's. Das öffnen, eine 2, ja. ist nicht sonderlich gut. Ich hab eine 6 damit. Ich könnt's auf eine 3 boosten. Hätte ich eine 7. Ich gehe mal mit der 7. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück. Ja, er guckt dich so ein bisschen mit so einer zugekniffenen Gesichtsausdruck an und meint so, ja, das sind natürlich geheime Informationen, darüber kann ich jetzt nicht reden. Gerade als General AD Maitre Sabuk, das würde ja herauskommen und fürchterlich. Ja, stimmt, das wäre natürlich eine Tragödie. Das wollt ihr doch nicht, dass ich sogar ein gutes Ansehen verliere dadurch, oder nicht? Nein, um Himmels Willen. Ich würde gerne noch versuchen herauszufinden, ob es vielleicht irgendwie außerhalb von Gilden Hauptquartier vielleicht auch irgendwas, eine Bar oder ein Club gibt, wo die Offiziere öfters mal hingehen oder so. Oder ob es da, weil die werden ja nicht 24/7 da drin sein. Ja, in der Tat. Du findest nur, er wird dir erzählen, dass es halt innerhalb der Mauern halt ein ja sowas wie eine Bar gibt, wo die halt ihre Freizeit verbringen. Und die Offiziere sind halt irgendwie sonst halt auch innen untergebracht. Und er meint dann so irgendwie, viele von denen mögen das auch nicht, irgendwie nach draußen zu kommen und sich mit den normalen Menschen abzugeben. Er meint dann so, ne, wenn sie zum Beispiel an Miss Justice denken, was sollte die denn hier draußen machen? Sie würde sofort überall auffallen und Leute würden sie nach Autogrammen fragen. Kann man da auch als Zivilist in diese Bar gehen? Ich meine,
Miss Flint und ich, Natürlich. wir sind beide noch ungebunden und was gäbe es denn Ah. besser als ein Gildenoffizier? Das lobe ich mir. Das lobe ich mir. Irgendwo muss man sich ja kennenlernen, nicht wahr? In der Tat ist es möglich, dass Sie dort hingehen können. Tja, da muss ich wohl meinen Berufswunsch mal aktualisieren. Das sollten Sie, das sollten Sie. Ich sag ja, ein guter Death Marshal wird noch gesucht. Chef Marshal Balthasar, der Marionettenschlechter. Klingt gut, nicht wahr? Das könnte ich mir auf meinen Grabstein einmeißen lassen, ja. Was ist denn mit Ihnen, Herr Balthasar? Sind Sie gebunden? Vielleicht kommen eine der Gildenoffizierinnen für Sie zur Frage. Nein, bislang noch nicht. Ich habe. Er grinst so ein bisschen. Ich habe gehört, Frau Creed ist noch ungebunden. Ein Ja. Spaß. Von der wollen Sie garantiert nichts. Weil, wenn Sie schon ansprechen, Sir. Nun, Sie kennen Frau Creed nicht. Sonja Creed. Die große Anführerin der Witchling Stalker. Noch nie gesehen. Sie hat eine Maske auf. Nein, da muss ich passen, Sir. Sie haben viel nachzuholen. Es scheint so, Sir. Einen der berühmtesten Offiziere der Gilde. Nicht umsonst Vielleicht. die Anführerin der Witchling Stalker Brigade. Man munkelt, sie wäre der einst selber ein Magier gewesen. Nein. Und diese Maske soll sie auch nicht umsonst tragen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe eine sehr gute Fantasie, Sir. So was, so was, so was. Magier. Das sind natürlich nur Gerüchte. Natürlich. Gerüchte gibt es ja über berühmte Leute noch und nöcher. In der Tat. Vielleicht sollten wir unsere Bildungslücken gleich schließen. Wie sieht's aus mit noch einem Absacker? Ja, warum nicht? Dann wünsche ich euch viel Erfolg. Vielen Dank, Dankeschön. Noch Sir. einen schönen Tag. Ich salutiere mal. Ach so, grüßen Sie sich schön von Balthasar Box, General AD. Das salutiert noch. Ja, ich salutiere auch mal so. Dreh mich da drum, streck Nicht so so ein bisschen weit den aus. Hals. Eieieiei. Einer der sympathischsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Tja. Puh. Ja, zu unserem Glück war in Redelaune. Noch ein bisschen mehr und ihr beide hättet vermutlich seine Neffen und Großneffen kennengelernt. Ja, und unter Umständen auch noch geheiratet. Vielleicht Für hätten den sie Kind. bessere Zähne gehabt. Ja, aber wie Ja. sagt man so schön, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Charmant. Ich weiß, wie eh und je. Tja. Dann lasst das in die Bar gehen, oder? Vielleicht treffen wir diese Captain Beatty da auch. Können wir uns mal ein Bild Exakt, das machen? ist der Plan. Ja. Wobei hieß es nicht, die muss Tag und Nacht auf die Dinger aufpassen? Na, vielleicht haben wir ja Glück.
Ja, gehen wir doch mal Richtung Offiziersbar. Okay. Dann könnt ihr, die Offiziersbar ist relativ schnell ersichtlich, wenn ihr durch das große Tor hindurchgeht. Seht ihr halt aber auch das, was die Karte, die euch gegeben wurde, halt auch schon abgezeichnet hat, nämlich den großen Barackenkomplex zu eurer Rechten. Allerdings wirklich hier auch mit einer Palisade umgeben. Und auch hier gibt es Zugänge, die halt aber dann stärker bewacht werden und da scheinen auch die Tore zu sein. Allerdings auf der linken Seite, quasi genau gegenüber von den Baracken, ist in der Tat ein Etablissement, aus dem auch laut Musik herausschallt. Ein Pianist scheint ein flottes Lied da zu schmettern. Und in der Tat könnt ihr sehr viele Leute mit roten und grauen Uniformen rein und heraus laufen sehen. Dann schmeißen wir uns doch mal an die Offiziere. Und es läuft Richtung dieser Bareingang. Oh Mann, ich bin gar nicht gut im Betören, glaube ich. Ich habe überhaupt keinen Social Skill. Ich habe nur Leute anlügen. Anlügen passt auch. Um was anderes geht es doch nicht. Ja. Nee, ich habe tatsächlich keinen einzigen Social Skill, weil ich da so schlecht drin bin, in Charme und so. Charme habe ich auch minus 1, ich habe halt Cunning plus 3. Mal gucken, was passiert. Dito. Ja, Gut, dann werdet ihr da ein bisschen euch umhören. Dann macht doch mal eine Ongoing Challenge. Und ihr könnt dann eben Bewitched oder Scrutiny oder Stealth oder Convince, was euch immer auch besser gefällt. Und die Nummer, die ihr erreichen müsst, ist die 11. Scrutiny. Ja, das ist, glaube ich, meins. Ich fange mal an. Macht das. Die 11 brauche ich. Mit einer 9 habe ich bei Scrutiny dann die 13. Ja, perfekt. Dann schaffst du den ersten Success schon mal. 3 braucht ihr, um was herauszufinden. Wenn auch Ich nur habe einer es. fehlschlägt, werdet ihr entdeckt. Leute, ich habe keine Handkarten mehr. Ich muss das Zeug machen. Ich hätte Stealth im Angebot. Ja. Hä? Oh, positiver Flip. Nee. Nee, ich wollte echt nur eine ziehen. Okay. Hat er irgendwie dumm gemacht. Nehmen wir mal die 11. Hast du die 11 gezogen? Dann bin ich bei 15. Ja, das reicht locker. Okay. Scrutiny. Auf geht's. Neun. Mit meiner 5 bin ich dann bei 14. Ja, die 14 reicht auch locker. Und Wir ja, kriegen was raus. genau. Wir sind episch. Nice. Ihr findet irgendwie, weil es ja gezielt auch nach Captain Beatty fragt, findet ihr anscheinend jemanden, der unter ihr dient oder gedient hat und der sich lauthals über sie beschwert, dass sie eben immer so viel abverlangt und dass die Schichtpläne immer so schlimm wären. Und dann meinte so, ja, wisst ihr, morgen schickt sie uns um 5 Uhr morgens zum Antreten. Ach, boah, es geht ja gar nicht. Boah, ist ja heftig. Wir sollen da irgend so einen Transport begleiten. Sie und irgendwie Nummer 451, die sollen wohl irgendwo nach Lower Downtown. Aber pst! Natürlich, natürlich. Und ich schicke ihm doch mal einen nach. 5 Uhr morgens, könnt ihr euch das vorstellen?
Der Boss, da braucht man auf jeden Fall eine Tanne, eine Kasse, Deutsch. Braucht man bestimmt eine Kanne Kaffee für. Mindestens, mindestens. Dann ist ja wahrscheinlich wieder eins von diesen Wesen dabei. Das ist immer so gruselig, wenn die mitkommen. Was denn für Wesen? Wir sind neu in der Stadt. Witchling-Stalker. Was ist das Stalker denn? 451 soll morgen mitgehen. Haben die keine Namen? Wozu? Na, keine Ahnung. Das ist doch der Name von der Spezialeinheit, oder? Ja, Witchling-Stalker halt. Ja, das sind doch auch Menschen, oder? Nein. Wie? Nein. Okay. Das sind Werkzeuge, womit wir die Arkanisten aufspüren. Ah, praktisch. Werkzeuge? Was muss man sich da vorstellen? Nun, sie werden erschaffen in einem Ritual und sind da willenlos und ja, Feuer fließt durch ihre Adern, müsst ihr wissen, wenn sie dem Ritual unterzogen sind. Klingt unangenehm. Ich habe mal gesehen, wie einer angeschossen wurde. Er ist dann explodiert. Das klingt jetzt recht unangenehm. Man munkelt, dass die Creed deswegen ihre Maske trägt, weil sie zu nah an einem explodierenden Witchling-Stalker dran gestanden hat. Ah. Ist das dann nicht gefährlich, überhaupt mit denen rumzulaufen? Deswegen reiße ich mich ja nicht um den Job. Aber das muss man halt machen. Das ist ja also wie mit der Dynamitstange jonglieren, die schon angezündet ist. Ja. Die blöde Jetzt Beatty war's. macht das jeden Morgen. Sie läuft immer mit dem gleichen Stalker. Einmal rund um die Baracken. Manchmal ist auch 463 dabei, aber meistens 451. Wahrscheinlich Das sind sie klingt nach aus dem da. Tod. Klingt nach dem todsicheren Job. Ja. Ich würde mich nicht darum reißen, diese Witchling-Stalker betreuen zu müssen. Aber es ist doch dann eine ehrenvolle Sache, dass sie sich der Sache annimmt, oder? Ja, aber 5 Uhr morgens aufstehen und die Gefahr haben, jederzeit explodieren zu können. Ach, Naja, nee. hält einen zumindest wach, oder? Dann mache ich lieber Mauerdienst. Was ist denn jetzt Mauerdienst? Na, wenn man auf der Eine Mauer Wache steht halten. und guckt, dass keiner rein drüber klettert. Muss man ja schon echt blöd sein bei dem Stachel drin. Haben schon Leute versucht. Und manchmal gibt es auch Wesen, die können fliegen. Muss man drauf aufpassen. Wer bricht denn in eine Polizeianlage ein? Das ist ja mal total dämlich. Sagt das den Arkanisten. Oder den Neverborn. Wisst ihr, Was ist denn diese jetzt schon wieder Gremlins? Neverboard? Diese Gremlins haben einmal Schweine über die Mauer geschossen. Mit einem Katapult. Warum auch immer. Sind hier einfach auf dem Boden zerschellt. Vielleicht dachten die, ihr hättet Hunger? Oder sie wollten eine Seuche lostreten. Ziemlich archaisch. Vielleicht. Wir haben sie einfach abgeknallt. Das ist natürlich immer die beste Variante. Wir verhandeln nicht mit Terroristen und dann haut sie so auf die Karte Verdammt drauf. richtig. Verdammt richtig. Ich würde ihm da noch mal nachschenken. Und dann, ja, wenn diese Witchling-Stalker so gefährlich sind, wie kommt man denn dann mit denen zurecht? Also. Ja, wir müssen ja nichts machen, wir müssen nur den Transport fahren. Die Beatty hat die halt im Griff. Aber die ist keine Magierin oder sowas. Das Nein, würde natürlich überhaupt nicht. keinen Sinn machen, aber. Natürlich nicht.
Manchmal habe ich das Gefühl, die behandelt diese Dinger wie Tiere, also Haustiere, wissen Sie. Manchmal streichelt sie sie sogar. Gruselig, oder? Ja, ziemlich. Geschmäcker sind verschieden. Gut, das ist das, was ihr von dem irgendwie rauskriegen könnt. Okay. Und von anderen werdet ihr ähnliche Geschichten hören über die Cree, über den die Beatty. Die scheint Also man wohl sieht da hier schon, wer da die. nicht hinzukommen. Das ist wohl hier eher für ja, etwas niedrigerangige Soldaten. Die hohen Herren und Damen kommen wohl nicht in solche Etablissements. Da ich ja sehr an Waffen und sowas interessiert, Gilde hat ja eigene Waffen. Ja. Bekommt man die auch nur in der Gilde? Eigentlich schon, aber es gibt natürlich einen Schwarzmarkt. Also wenn man jetzt, sag ich mal, mit so einem Riesen wäre das sehr günstig. Okay. Ja, dann gegen Abend oder so, keine Ahnung, wie lange wir da drin sind, trete ich dann mal vor die Tür und sage: So, wohin als nächstes? Oder haben wir schon eine Idee, was wir als nächstes machen? Herausfinden, ob Witchlingstalker Nummer 451 vielleicht die Tochter ist, auf der Suche wir sind. Was dann heißen Ja. würde, morgen früh um 5 hier irgendwo parat stehen und diesen Abmarsch unter die Lupe zu nehmen. Ich habe auch so ein ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Das wäre jetzt natürlich schon ein arger Zufall, wenn es ausgerechnet die Tochter wäre, ne? Kommt drauf an, wenn sie wirklich Könnte vielleicht, sagen, es wäre Schicksal. wenn sie natürlich wirklich sie für Haustiere hält, hat sie vielleicht sowas Scheiße. Wo man vom Teufel spricht, nicht wahr? Scheiße, wir haben den Hund aufgeweckt. Rente bäuerlich. Naja, wenn es im Prinzip heißt, dass das Mädchen dieser Captain Beatty zugeordnet wäre und sie eigentlich immer mit 451 unterwegs ist, dann ist es ja irgendwie naheliegend, dass das die Person ist, die wir suchen. Ich meine, zu verlieren haben wir ja nichts. Und dann sollten wir jetzt am besten mal pennen gehen, oder? Und zwar dringend. Dann Wo pennen treffen wir gehen uns morgen? um 4 Uhr morgens in der Nähe vom Hauptquartier. Unauffällige Kleidung. Ich bin immer in unauffälliger Kleidung. Ich mache mir bei dir auch um deine Kleidung Sorgen. Naja, Ich weiß. es gibt doch hier sicher auch Clubs, die bis in die frühen Morgenstunden offen haben. Dann Stimmt. könnten wir auch Das geht einfach so auch. tun, als wären wir Nachtschwärmer auf dem Nachhauseweg. Vielleicht ein wenig angetrunken. Angetrunken kann ich. Gut. Gut, dann nimmt jeder mit, was er denkt, was er braucht und im Notfall gut verbergen kann. So, Auf gutes Gelingen, meine Damen. ich finde, das ist jetzt gerade so eine Stelle, da könnte man ganz gut einen Cut machen. Und weil es mir wirklich nicht besonders gut geht, würde ich uns vielleicht die letzte halbe Stunde für heute ersparen und dann beim nächsten Mal weiterspielen, wenn es euch nichts ausmacht. Und dann werde ich mich mit einem meiner Wärmflasche ins Bett verziehen und hoffentlich morgen
gesünder daherkommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgespielt habt. Und danke fürs Spielleiten. Ja, vielen Dank an dich. Trotz Krankheit. Ja. Alles für die Streams. Jawohl, muss mehr gestreamt werden. Apropos, wenn ihr mehr Streams sehen wollt, schaut mal in den Nordpol. Da gibt es ganz viel andere Rollenspiel-Streams auch. Und ich bedanke mich übrigens auch mal ganz bei Plastiklöffel. Die hostet mich nämlich schon die ganze Zeit. Oder der hostet mich nämlich schon die ganze Zeit. Und das freut mich. Und ja, dann sehen wir uns bald wieder. Wann genau das sein wird, könnt ihr auch auf dem Nordpol erfahren oder ihr folgt mir einfach auf Twitter. Wenn ihr auf YouTube nachguckt, ist der Link auch unten drunter. Da poste ich eigentlich immer kurz, bevor es losgeht, so 1-2 Stunden vorher, wenn es denn dann losgeht. So. Gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.